Nach immerhin einer Nacht zu Hause sind wir jetzt gerade wieder unterwegs und zwar auf dem Weg nach Frankfurt zur IAA. Das ist die größte Automobilmesse der Welt. Die gibt es seit, ich glaube, über 100 Jahren. Und auch dieses Jahr werden wieder bis zu 1 Million Besucher erwartet. Eigentlich hat die IAA heute noch gar nicht offen, aber VW hat uns eingeladen, heute schon mal sozusagen vor der offiziellen Eröffnung da reinzugehen. Deswegen werden wir auch gerade schon geschuttelt hier im neuen VW Atheon. Sehr komfortabel, muss ich sagen. Nach dem Wochenende im Rennwagen auf Nürburgring geht es heute also erstmal auch ein bisschen mit dem Thema Auto weiter. Aber auf die IAA wollte ich immer schon mal und habe es nie geschafft. Und wenn ich dann heute mal als einer der Ersten hier rauf darf, dann sage ich natürlich nicht nein. Und die ganzen großen Autohersteller, die tischen natürlich auch nicht auf, Leute. Die wollen hier eine Show abziehen. So. Das ist halt alles, was mit Auto. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind jetzt hier auf der Messe zusammen mit hunderten Pressevertretern aus der ganzen Welt, die hier die neuesten Autos anschauen. Natürlich haben wir alles aufgebaut an Kameras und so weiter. Please welcome Chairman of the Board of Management Volkswagen Group, Matthias Müller. Künftige Produktgenerationen neu zu denken. Das war's also von der Pressekonferenz. Wir werden gerade noch fleißig Fotos vom Audi-Konzernchef in seinem autonom fahrenden Audi-Konzeptwagen gemacht, weil hier ist so viel los. Aber es ist halt für die Autoindustrie, die ja gerade auch recht unter Beschuss mal wieder steht, das wichtigste Event des Jahres. Und der Konzernchef von VW hat zum Beispiel gerade vorgestellt, dass im gesamten VW-Konzern, und das sind 300 Modellreihen, bis 2030 in jedem Modell ein elektrisches Modell geben soll. Und das ist so leicht dahergesagt, aber das ist halt ein riesiger Schritt für so einen großen Konzern. Aber die Autoindustrie muss sich eben auch in großen Schritten weiterentwickeln, um in der Zukunft weiter bestehen zu können. Aber was bis dahin gilt, Leute, es geht ja nicht alles von heute direkt auf morgen. Natürlich gibt es auch weiterhin noch Modelle mit konventionellen Antrieben. Und mich als Autolieferer interessiert das natürlich vor allem eins hier. Zum Beispiel gibt es jetzt hier den Porsche 911 GT3 mit Touring Package. Und ich weiß noch gar nicht, was es ist. Ich sehe nur, der hat keinen Flügel mit drauf anscheinend. Erinnert auf jeden Fall ein bisschen an einen limitierten 9FR. Was es sonst noch so gibt, Leute, schauen wir uns mal an. Hier was ganz Spezielles, komme ich gerade hier kaum reinzugehen, Leute. Schaut mal hier an, hier ist alles abgesperrt, aber ich wurde hier einfach gerade mal reingelassen. Das hier ist der Bugatti Chiron. Eins der schnellsten Autos der Welt. Jetzt von 0 auf 400 und wieder runterbremst auf 0 in 42 Sekunden. Ich habe gerade gefragt, ob ich mich reinsetzen darf und es werden jetzt Handschuhe geholt, um die Tür zu öffnen. Ich meine, schaut euch den Wagen hier mal an, Leute. Extravagante Innenausstattung auf jeden Fall auch. Schnellste Serienwagen der Welt. 1500 PS. Da traut man sich kaum, die einfach reinzusetzen. Ich darf jetzt wirklich einfach reinsetzen. Dann gehen wir mal rein. Okay. Ich mach mal die Tür zu hier, als ob ich losfahren würde. Das ist krass. Okay, es ist jetzt wie in einem Traum. Das ist nicht wirklich realisierbar, was ich hier gerade mache, aber ich sitze gerade im Bugatti Chiron. So sieht das hier aus. Ich traue mich kaum, ihr seht es kaum anzufassen, hier das Lenkrad. Kostet ein paar Millionen, der Wagen. Sogar das Dach ist hier blau, sehe ich gerade erst. Und der Tacho geht bis 500 km/h. Ganz 500 erreicht er nicht, das liegt aber auch nur an den Reifen. Ja, die Reifen sind sozusagen der limitierende Faktor bei der Geschwindigkeit, weil die Reifen sich einfach zu schnell auflösen bei so hohen Geschwindigkeiten. Hier hast du Wählschalter noch zwischen dem Bugatti B, Autobahnzeichen und Racetrack. Hier ist zum Beispiel so ein Wählschalter. Und hier unten, Leute, das weiß ich von anderen Videos, hier kommt ein extra Schlüssel hin. Nur mit dem Schlüssel kannst du den Topspeed überhaupt erreichen, sonst bist du auf eine niedrigere Geschwindigkeit limitiert. Und hinter mir hier ein Blick auf den 16-Zylinder-Motor. Und hier haben wir nochmal den Motor von außen. So sieht er aus. 1500 PS haben wir hier drin. 16 Zylinder. 8 Liter Hubraum und damit ist ein Topspeed von 420 km/h möglich. Das ist damit der schnellste Serienwagen der Welt. Und der Fahrer dieser 42 Sekunden Rekordfahrt war Juan Pablo Montoya, ehemaliger Formel 1 Fahrer. Was der zum Auto sagt und wie es sich anfühlt bei diesem Speed, das frage ich mich jetzt auch mal selbst. It's funny because you're going so fast, but when you're driving it, it's so calm. You know, the car feels so stable, so secure. You know, you gotta pay a lot of attention because you're going really quick. In about 13 seconds, you can be doing about 300 kilometers an hour. 13 seconds? Yeah. Wow, that's crazy. How does it compare to a race car, to be inside a car that is this fast, but like still a street It's crazy car. Because it accelerates as anything as fast as I've driven. You know, and I've been in Formula 1, I've been in the car, everything. And it accelerates just as fast as that. And the crazy thing is, you can be in jeans and a t-shirt driving it, you know, that's insane. What is the noise like being in the car? The turbo noise.
Oh my god. The first time I drove the car, I was had the windows down so you can hear the boost more. And you go really slow and you go full throttle and like pfft. Like when the boost comes in, it's insane. Yeah, I can imagine that. Thank you so much. That's really interesting. Thank you. Aber kein Stauraum hier, ne? Also Kofferraum ist irgendwie nicht so ganz. Schade, dann nicht. Ja, okay. Sonst alles klar, dann nicht. Ich konnte nicht gehen, Leute, ohne mich hier einmal reinzusetzen. Der Wagen erinnert mich doch an meinen TT-Cup-Rennwagen und vor allem hier drin, Leute, die Lüftungsdüsen, die kommen auch bekannt vor. Genau dieselben haben wir auch im Rennwagen gehabt. Ansonsten sieht es natürlich sehr anders aus. Ich sitze hier gerade im Audi TT RS. Allein die Sitze hier, ich mag das, weil es so ein bisschen gesteppt ist. Und ein schönes Alcantara-Lenkrad, dann noch virtuelles Cockpit. Das heißt, hier sind sozusagen sind alle Infos drin, hat gar kein Display hier. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall ziemlich gut. Aber jetzt war es das schon von der IAA für uns, denn wir müssen direkt zum Flughafen. Schade, dass wir nicht länger Zeit hatten, sonst hätte ich euch noch viel mehr gezeigt. Wir hatten jetzt echt nur eine Stunde. Ich habe gerade versucht, alles Mögliche zu sehen. Heiler war natürlich gerade eben noch der Bugatti. Chiron. Aber ja, ich glaube, das war interessant für euch und jetzt auf zum Flughafen. Danke schön. Vielen Dank. Tschüss, guten Flug. Danke. So, beim Flughafen angekommen. Der Flug nach Wien. A18 und nicht verspätet. Yes. Dankeschön. Abendessen ist damit auch gesichert. Auf nach Wien. Guten Morgen aus Wien, aus unserem Hotelzimmer hier. Die Sonne scheint, das ist gut, weil gestern sind wir im Regen gelandet. Ich hoffe, es bleibt so. Aber was machen wir hier? Wir drehen den neuen Teil der kleinen Miniserie, die später noch auf meinem Kanal kommen wird, rund ums Thema Hügel zusammen mit S. Oliver. Und Wien haben wir ausgewählt, weil Wien laut diversen Studien immer ganz weit oben ist, was das Thema Lebensqualität angeht. Warum das so ist, wollen wir heute rausfinden. Und für hier heute im Vlog sehen wir uns später wieder. Wir sind hier gerade an der Donau und da drüben ist die Donauinsel und das hier ist der DC Tower und ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade drauf balanciere, anstatt einfach normal zu stehen, aber auf jeden Fall holen wir uns jetzt gerade Fahrräder. Denn wir wollen wir mal ein bisschen mit dem Fahrrad erkunden. Dann können wir eine alte Tankstelle so ein bisschen als Fahrverleih umbauen. Kinder- und Jugendräder, Komforträder, Trekkingräder, Tandem. Pro Stunde 6 Euro. Das ist jetzt eure Idee hier für heute. Okay, ich probiere mal aus. Also ist eigentlich kein Problem. Also wenn ihr wollt, fahr ich hier mit. Das ist zu klein, ich muss der große nehmen. Ach, das ist zu klein. Ach so. Perfekt. Das ist für mich. Alles klar, da bin ich mal weg. Dann cruisen wir ja mal ein bisschen. Oh. Kleinen Drift eingelegt. Na gut, dann erkunden wir uns ja ein bisschen hier wie. Oh, ich habe keine Bremse. Nein! Yeah. Rückwärts einparken. Hier direkt neben der Tankstelle und vor allem neben dem DC Tower wohnt einfach ein Hühnchen hier. Guten Tag. Na? Was geht ab so? Habt ihr irgendeinen Grund, warum was du hier machst? So, guten Tag. Hallo? Ach, ein Hahn natürlich sogar. Ja, mach's gut. Ich glaube, der wohnt eigentlich hier oben drin. Hat irgendwie seinen Schlüssel vergessen oder so, ist er hier draußen. Nicht schlecht. Leider haben wir nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, wie ihr sehen könnt. Und hier sieht es ja gerade ziemlich ausgestorben aus. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn hier Sommer ist und richtig Sonnenschein und so weiter, dann ist hier, glaube ich, mega klasse, irgendwie zu grillen oder so, oder einfach nur zu chillen. Hier vorne sind Trampoline auf dem Wasser aufgebaut. Also auch wenn das gerade so ein bisschen triest alles hier aussieht, ich glaube, es ist eigentlich ein geiler Ort. Naja, nicht weiter labern, Leute. Wir müssen weiter drehen und wir sehen uns nachher wieder. Und jetzt sind wir gerade einmal komplett über Wien. Wir sind hier im Wiener Riesenrad. So schaut das hier drin aus. Und wir haben auf jeden Fall Wien heute ein bisschen kennengelernt. Sehr grün alles. Wir waren an der Donau unterwegs. Im Wiener Café auch. Seht ihr alles dann später, wenn das Video hier rauskommt. Aber ja, sehr schön. Und das alles gezeigt hat mir wer? Ja, na klar. Ja, na klar. Das ist Jana, Leute. Wenn ihr nicht kennt, ihr Kanal heißt Jana klar und ihr Zweitkanal heißt Jana und. Auf jeden Fall die besten Channel-Namen, die ich jemals gehört habe. Wir sind hier jetzt noch ein bisschen im Riesenrad, ne? Wir sehen uns, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns beim Flughafen, aber wir können uns nicht gleich beim Flughafen sehen, weil unser Flug wurde gecancelt, wurde einfach abgesagt. Und es gibt keinen weiteren Flug irgendwie mehr nach Köln. Außer da unten wird gerade geklärt. Da sind die beiden am Handy und klären. Unsere Flüge, dass wir doch noch nach Hause kommen, weil wir müssen morgen in Köln sein, weil da ist die im Exco noch eine Messe, wo wir eingeladen sind, beziehungsweise wo wir sogar auf der Bühne sind und das wäre doof, wenn wir da irgendwie nicht da sind. Deswegen Leute, macht's gut und ciao, ihr könnt schon mal nach unten. Unser Flug scheint zu fliegen in der Borges gerade, allerdings nur nach Düsseldorf. Nach Köln, der wurde echt gecancelt und ist jetzt die Alternative. Das heißt, von dort aus nochmal über eine Stunde nach Hause fahren, aber immerhin kommen wir überhaupt nach Hause. Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Wir sehen uns morgen aus Köln wieder ab 18 Uhr. Der Vlog heute war vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem einen kleinen Einblick geben. Das, was wir machen, das richtige Video, wie gesagt, von diesem Tag hier, kommt dann noch später, weil es eben in Kooperation entsteht. Wenn es euch gefallen hat, drückt nach oben und bis morgen um 18 Uhr. Macht's gut. Ciao.
So, kannst du die Kamera nehmen? Dankeschön. Perfekt. Kannst du auch vloggen. Dankeschön.